Hallo meine Lieben, ja, ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, wie ich die Hexe gefaltet habe. Also man nimmt ein Buch von der Seitenzahl von 140, sage ich mal, so bis 200. Und dann fängt man erstmal an und entfernt den Buchrücken. Also den brauchen wir nicht, wenn wir die Hexe falten möchten. Dann entfernen wir erstmal den Buchrücken und dann geht's ans Falten. Ich habe hier schon mal vorgefaltet, paar Seiten, und jetzt zeige ich euch mal. Also man faltet die erste, man nimmt ein Blatt, faltet das bis zur Buchmitte. Achtet darauf, dass das oben richtig anliegt und da oben, dass die Spitze richtig liegt. Dann nimmt man das nochmal, faltet es nochmal bis zur Buchmitte. Immer darauf achten, dass das hier oben richtig spitz ist und richtig am Buchrücken anliegt hier. An der Buchmitte meine ich. So, das wäre dann das Erste. Dann machen wir noch eins. Und da gibt es ja tausend verschiedene Falttechniken, wie man sowas machen kann. Da ich ja schon einige Jahre falte und also Bücher falte, schneide, habe ich da schon so ein bisschen Erfahrung mit. Und ich hatte die Hexe im Internet gefunden. Und das ist dasselbe, so wie ich meine Engel falte. Und da habe ich gedacht, dann mache ich das mal. Versucht mal, ob ich so eine Hexe hinbekomme. Und die werdet ihr dann bei der lieben Melli auf dem Kanal. Oh Gott. Crazy Fun. Irgendwie müsste ich euch dann unten in die Infobox schreiben, weil dann kann ich jetzt nicht auswendig. Weiß ich nicht auswendig der Kanal. So, dann könnt ihr das hier unten so lassen. Ihr könnt aber auch hingehen, faltet das Blatt bis zur Buchmitte. Immer schauen, dass das hier oben, es sieht dann aus, sag ich mal, wie so eine Tüte. Hier sieht aus dann wie eine Tüte. Und dann gibt es noch eine Variante, wenn ihr das weghaben möchtet, dann knickt ihr das hier unten am Buchende und dann könnt ihr das so einfalten. Und dann sieht das dann von unten so aus. Dann könnt ihr das gleich richtig hinstellen. Ich habe noch so was unten drunter gemacht, was auch von der Größe, also die Größe war auch passend. Ja. Und da habe ich mir gedacht, da fange ich mal an und probiere das mal. Die Hüte, die habe ich mir so, ja, Pi mal Daumen aus dem Kopf raus. Habe ich keine Vorlage und nichts, habe ich mir so einfach zurechtgeschnitten. Und ja, passt alles. Mir gefällt. So, ich möchte euch noch einen kurzen Einblick geben, wie ich den Hut gestalte. Da habe ich mir so. Mit habe ich mir erstmal so einen Prototyp gemacht und den lege ich dann jedes Mal so auf den Karton, zeichne mir das ab und das ist das. Und dann habe ich mir so Organza-Stoff auch ausgeschnitten, passend dazu. Und einen Kreis habe ich mir ausgeschnitten und der kommt, wird dann in der Mitte so eingeschnitten. Ich mache das dann immer so, Pi mal Daumen, sage ich. Paar mal so. Hier nochmal.
und das klappe ich dann so nach außen. Das ist dann innen auch ein Kreis. Kann man dann hier, kann ich das auch noch mal einschneiden, dass das schön klein ist. Sieht das besser aus, dann wird das eher ein bisschen rund. Und dann habe ich so eine Weihnachtskugel und dann versuche ich halt immer, dass die dann da reinpasst. Und wenn sie nicht passt, dann schneide ich mir immer noch mal so ein ganz kleines Stück nach. Nicht so viel, immer, ich mache es immer so, weil ich habe keine Maße, mache ich immer so nach Gefühl. Bis die dann da reinpasst, die Kugel. Knickt mir das dann immer noch mal passend um und dann probiere ich wieder. Ja, hier die ist ziemlich glatt. Das passt noch nicht so ganz. Da müssen wir noch ein bisschen feilen. Ich will jetzt auch nicht so viel machen. Ich denke, das müsste eigentlich reichen jetzt. Genau, das reicht. Dann wird das dann so hochgeklappt. Hier kommt dann doppelseitiges Klebeband drauf. Hier links und rechts. Kann ich ja mit euch mal schnell machen, müsste ich mir aber schnell holen. Wird das hier so mit dem doppelseitigen Klebeband. Kommt hier drauf. Dann wird es abgeschnitten hier unten. Glatt gezogen. Ja, dann fängt die Puddelerei hier wieder an, die ich ja so liebe. Bis man dann mal das... Ui, das geht ja diesmal... Fix. So, dann mache ich die nächste Seite mit Klebeband. Ziemlich am Rand. Machen wir das richtig fest. Dann tue ich mir das Organza da drauf kleben. Ups. Na. Vorführeffekt ist ja immer gleich, ne? So. Genau. So schaut das aus. Was zu viel ist, das werden wir dann abschneiden, was da unten rausguckt. So, und dann drehe ich mir den Hut. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber das geht schon.
Mache ich dann erstmal so. Muss richtig zur Spitze gedreht werden, dass die Spitze, dass der Hut oben schön spitz ist. So, seht ihr das? Genau so. Ja. Richtig eine spitze Tüte muss das da oben sein. So, und dann tue ich die Tüte so hier über den Mess mir das aus, lasse das so ein bisschen aufgehen und dann würde ich das zukleben. So. Ich habe jetzt kein Uhu hier. Ich will euch das hier nur mal zeigen. Und dann sieht der Hut, wenn er fertig ist, muss ich noch mal kurz. So, das wäre der jetzt erstmal ohne Stoff und das ist er dann mit Stoff, wenn er fertig ist. Dann habe ich dann hier nochmal so die Pfeifenputzer drum geklebt. Das war jetzt auch mein erstes Teil. Der zweite wird natürlich schöner, weil ich da auch diese Hutkrampe oder wie man das nennt, etwas größer gemacht habe. Dann sieht das schon gleich ganz anders aus. Ist ja nur mal so, dass ich euch das zeigen kann, weil ich bin ja auch nicht perfekt da so mit Tutorials. Aber ich möchte euch das so zeigen, wie ich es mache. Und jeder kann es ja versuchen, wie er es besser machen kann. Also, ja. Dann sage ich, sehen wir uns dann, wenn die Hexe fertig ist. Ich werde mich dann zwischendurch nochmal melden. Und ich hoffe, die Melli, die eine Hexe da bekommt, die weiße, die muss ich noch schwarz sprühen. Die Sprühfarbe habe ich mir bestellt. Die müsste spätestens am Samstag kommen oder kommt erst am Dienstag, also dann muss er noch ein bisschen Geduld haben, muss noch ein bisschen warten. Ja, und ich finde, die sind zuckersüß. Auch meine, die in der Tonne gelandet ist, die bekommt einen schönen Platz, wo sie mit dem Rücken an der Wand steht, dann sieht man das nur noch von vorne. Man sieht es ja meistens nur von vorne. Und mich stört es nicht. Ja, meine Lieben, die eine werde ich dann nochmal zeigen, wenn sie ganz fertig ist. Die seht ihr dann in dem Video, wenn ich das verschicke an die Melli. Und wenn die dann das Tauschpaket bekommen hat, dann werde ich das Video hochladen und dann seht ihr die Hexe, wie sie in Schwarz aussieht. Aber da könnt ihr euch ja mal so gut vorstellen. Hier, die eine ist ja schwarz, so sieht die andere dann auch aus, aber ja, sagt mir mal, wie sie euch gefallen, schreibt mir mal einen netten Kommentar unter das Video, ein Daumen hoch wäre nett und ein Abo wäre noch netter. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Dann sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Was ich noch machen muss, das ist so ein Sockel, wo man die draufstellen kann. Das noch vom Ansprühen. Den muss ich noch machen. Und ja, dann ist das gute Stück fertig. Ich finde sie schön. Ich hoffe, die Crazy Fun, die liebe Melli, die freut sich darüber. Das ist ein Geschenk, was ich im Internet gefunden habe und ausprobiert. Da ich ja die Falttechnik beherrsche, habe ich mir gedacht, probiere ich es mal. Ja, und es hat funktioniert. Und das möchte ich ihr als kleine Überraschung
mitschicken. Wir hatten einen Tausch. Ich habe ihre Sachen schon bekommen und dadurch ich die Hexe gefaltet habe, hat es etwas länger gedauert. Aber jetzt ist sie fertig. Heute ist Pfingstmontag und sie geht morgen auf die Reise. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Kommt gut durch die Woche und bleibt gesund. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss. Tja, meine Lieben, das war die Hexe Nummer 1, die erst in der Tonne gelandet ist, weil sie total verklebt war. Man sieht es auch hier hinten. Der Rücken ist nicht so schön, aber ich habe sie wieder rausgeholt und habe das Beste draus gemacht. Und jetzt gefällt sie mir. Sie steht so, dann sieht man es nicht. Und ich finde, man kann sie trotzdem noch hinstellen. Finde sie trotzdem schön. Auch wenn sie ein bisschen misslungen ist. Da hinten. Aber ansonsten schaut sie doch ganz nett aus. Stelle ich mir jetzt bei uns auf den Schrank. Ja, die wollte ich euch auch zeigen. Das war die allererste.